Mit diesem Video bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht, um zu verstehen, wieso der Hitler-Stalin-Pakt letztendlich scheiterte und auch, was der Verlauf der Geschichte war. Und dementsprechend ganz viel Spaß mit dem Video. Und bevor das Video jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch sicherlich relevant sind, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Und ganz zuvor gibt es jetzt nochmal eine kleine Empfehlung von uns, denn unser Kurs ist jetzt, da die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts natürlich unter anderem mit dem Hitler-Stalin-Pakt direkt zum Verstehen mit verschiedenen Aufgaben, Zusammenfassungen und Videos, die ihr definitiv brauchen könnt. Ihr bekommt dort 20% mit dem Code WELCOME, wenn ihr jetzt auf unserer Webseite einkauft. Und ansonsten noch der kleine Hinweis von uns, wir haben einen eigenen Abo-Modell erschaffen und mit diesem Abo-Modell mit Selbstorientiert Plus bekommt ihr Zugriff auf alle Texte rund um Geschichte, aber natürlich auch alle anderen Schulfächer, die für euch sicherlich relevant sind. Also ganz viel Spaß damit und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Gucken wir uns nun die wichtigen Personen während des Konflikts an, beziehungsweise gucken wir uns an, wie entsprechend dieser Hitler-Stalin-Pakt sich entwickelt hat. Wir sehen schon die Hauptprotagonisten einmal hier in Bildern eingeblendet, einmal Hitler und einmal Stalin. Dabei ist es ganz wichtig, auch wenn der Vertrag nicht der antibolschewistischen Haltung und der bisherigen Außenpolitik von Adolf Hitler entsprach, ermöglichte dieser eben jedoch diese taktische Komponente des Überfalls auf Polen am 1. September 1939. Das heißt, man wusste letztendlich ja, was der Grund war, damit Hitler diesen Pakt überhaupt schloss, warum er diesen Pakt schloss. Und letztendlich ist es so, dass Adolf Hitler dann diesen Überfall auf Polen plante und deswegen auch vorher diesen Hitler-Stalin-Pakt entsprechend beschließen wollte. Und am 17. September folgte zudem dann der sowjetische Einmarsch in Polen. Dies war ausschlaggebend für den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Dabei ist es so, dass die wichtigsten Inhalte des Vertrages der Öffentlichkeit zunächst vorenthalten wurden. Hierbei handelte es sich insbesondere um die geheimen Zusatzprotokolle, welches die Gebietsaufteilung Polens, des Baltikums und Bessarabiens entsprechend regelten. Das heißt, Molotow, der Außenminister der Sowjetunion, und Ribbentrop bestimmten jeweils die eigenen Interessengebiete und deren Grenzen. Und beim Eintreten der territorialpolitischen Umgestaltung sollte diese Besetzung dann nach folgendem Prinzip stattfinden. Das heißt, wenn eben dieser Überfall erfolgreich gelingen sollte, dann hatte man sich bereits vorher mit diesem Hitler-Stalin-Pakt darauf geeinigt, was entsprechend passiert. Und so war es, dass Finnland, Lettland und Estland an die Sowjetunion versprochen waren, Litauen dabei hingegen an das Deutsche Reich und dann entsprechend Polen wird in einen westlichen deutschen Teil und einen östlichen sowjetischen Teil geteilt und dann haben wir eben noch Bessarabien an die Sowjetunion, da das Deutsche Reich letztendlich keinerlei Interesse an diesem Gebiet hatte. Das heißt, wir sehen hier eine taktische Aufteilung, die insbesondere für das Deutsche Reich in der Aufteilung Polens und Litauen bemerkbar war und Finnland, Lettland und Estland eben insbesondere vom Interessensgebiet der Sowjetunion, aber eben auch Bessarabien, was auch Teil ist. Obwohl der Hitler-Stalin-Pakt beschlossen wurde, hatte Hitler dennoch das Ziel, möglichst bald auch einen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zu führen und aus diesem Grund startete Adolf Hitler dann am 22. Juni 1941 einen Überfall auf die Sowjetunion. Das heißt, was auch ganz wichtig ist für diesen Fortlauf des Konflikts, zu verstehen, wie dieser Hitler-Stalin-Pakt dann auch wieder aufgelöst wurde, ist eben auch zu wissen, dass am 22. Juni, also bereits 2 Jahre nachdem dieser Vertrag überhaupt, dieser Pakt überhaupt erst in Kraft getreten war, dann Adolf Hitler sich die Jahre über schon wieder hinwegsetzte und letztendlich einen Überfall auf die Sowjetunion entsprechend startete. Auch das ist ein wichtiger Teil und ein wichtiges grundsätzliches Merkmal, warum entsprechend dann der Zweite Weltkrieg so verlaufen ist, wie er entsprechend verlaufen ist. Auch das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, wenn man sich entsprechend mit diesem Hitler-Stalin-Pakt beschäftigt, welche weitreichenden Folgen er hatte, aber gleichzeitig eben auch, dass er relativ schnell wieder aufgelöst wurde, beziehungsweise von einer der Vertragsparteien eben von Adolf Hitler, von dem ehemaligen Nazi-Deutschland dann entsprechend aufgelöst. Und hier fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, auch wenn der Vertrag nicht die antibolschewistischen Haltungen und der bisherigen Außenpolitik von Adolf Hitler entsprach, ermöglicht dieser jedoch den Überfall auf Polen
Polen am 1. September 1939, womit das Hauptziel von Hitler entsprechend erreicht werden konnte, durch diesen Hitler-Stalin-Pakt. Die wichtigsten Inhalte des Vertrages wurden allerdings der Öffentlichkeit zunächst vorenthalten. Man dachte ja, es wäre ein kommunikativer Austausch, eine Neutralitätserklärung. Hingegen war es so, dass es sich um ein geheimes Zusatzprotokoll handelte, bei dem entsprechend die Gebietsaufteilung Polens, des Baltikums und Bessarabiens bereits geregelt waren. Das heißt, auch entsprechend am 17. September folgte zusätzlich der Einmarsch der sowjetischen Truppen in Polen und damit konnte dann letztendlich eine territorialpolitische Umgestaltung stattfinden. Finnland, Lettland und Estland gingen an die Sowjetunion, Litauen und der westliche Teil Polens an das Deutsche Reich, im Gegensatz dazu der östliche Teil und Bessarabien an die Sowjetunion. Und damit hatte man eben eine Aufteilung erreicht. Wichtig ist außerdem, dass der Hitler-Stalin-Pakt so in dieser Form nicht weiter fortbestand, spätestens seitdem entsprechend der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion geführt werden sollte, nämlich am 22. Juni 1941, als der Überfall gegen die Sowjetunion von Hitler gestartet wurde. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Und nun wollen wir uns erstmal angucken, wie überhaupt die Inhalte des Pakts waren, wie dieser Hitler-Stalin-Pakt zustande kam, aber eben dann auch, welche wichtigen Inhalte Teil dieses gesamten Pakts waren. Grundsätzlich muss man wissen, dass die Ideologie der Nazis eine Ausbreitung des deutschen Lebensraums im Osten vorsah. Besonders Polen stand im Fokus von Adolf Hitler. Im Verlauf des Jahres 1939 arbeitete Hitler immer detaillierter an einem Überfall auf Polen. Dadurch entstand das Interesse an einem Bündnis mit der Sowjetunion, um keine Angst von einem gleichzeitigen Einmarsch Stalins in Polen haben zu müssen. Das heißt, diese Grundideologie des Paktes war letztendlich auch eine taktische Komponente. Selbstverständlich eine taktische Komponente, die insbesondere hier vor der Angst vor entsprechend Russland bzw. der Sowjetunion eben gesehen wurde und hier ist es entsprechend so, dass diese Sowjetunion also sich zurückhalten sollte. Das erstmal der Grundgedanke, der taktische Grundgedanke von Hitler, wenn wir uns diesen Pakt angucken und die grundsätzliche Zeit, in der dieser Pakt geschlossen wurde. Am 23. August 1939 unterschrieben der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop und der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare und Kommissar für Äußeres, entsprechend Vaclav Molotow, in Moskau den deutschen-sowjetischen Nicht-Angriffspakt. So kann er auch entsprechend genannt werden. Besser bekannt ist er aber eben als Hitler-Stalin-Pakt. Das heißt, hier ist entsprechend, ja, gibt es zwei verschiedene Namen, die aber das gleiche aussagen. Mit dem Unterzeichnen des Vertrages waren die britisch-französischen Bestrebungen, die Sowjetunion in die große Allianz einzubinden, fehlgeschlagen und man verständigte sich eben auf ein Bündnis mit dem damaligen Deutschland, was dann natürlich auch ein Bündnis mit Nazi-Deutschland, mit Hitler verbunden war und damit natürlich auch große Folgen für die internationale Politik hatte. Wir sehen es ja hier, das Ganze wurde mit den verschiedenen Außenministern entsprechend beschlossen. Der Vertrag war dabei auf 10 Jahre geschlossen, also bis letztendlich 1949. Wir wissen ja jetzt schon, dass er entsprechend nicht so lange Bestand halten konnte, weil so lange entsprechend die beiden Parteien gar nicht mehr partizipieren konnten. Aber dennoch war er erstmal auf 10 Jahre geschlossen und hatte eine Besonderheit. Der Vertrag wird nicht außer Kraft gesetzt, wenn einer der beiden Staaten einen Angriff auf einen Drittstaat ausführt. Das heißt, hier ist es so, dass man insbesondere eben diese Besonderheit hervorheben muss, denn entsprechend dadurch, dass diese Besonderheit besteht, ist es letztendlich so, dass das Hauptziel von Hitler entsprechend erreicht werden konnte, dass er letztendlich weiterhin seinen Überfall auf Polen vorbereiten konnte und diesen dann auch durchführen konnte, ohne dass entsprechend eine Interaktion mit der Sowjetunion durchgeführt wurde, denn dieser Vertrag wurde ja entsprechend nicht außer Kraft gesetzt, wenn ein Angriff auf einen Drittstaat, der eben nicht in diesem Pakt benannt wurde, entsprechend stattfinden sollte. Und dabei gibt es ganz verschiedene wichtige Inhalte, unter anderem den gegenseitigen Austausch bei Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass natürlich immer eine Kommunikation gepflegt werden sollte und diese ist eben auch wichtiger Bestandteil dieses Pakts und dementsprechend ist man hier mit diesem Hitler-Stalin-Pakt, hat man hier diese zentrale Bedeutung auch, unter anderem, dass eben ein Pakt geschlossen wurde zwischen zwei Parteien, die letztendlich dann eben sich auch kommunikativ miteinander auseinandersetzen wollten. Dabei ist es auch so, dass man die Konfliktbeilegung entsprechend aversierte, das heißt, dass man hier eben eine langfristige Perspektive auf 10 Jahre gesehen
Ansehen erschließen wollte und zudem den Verzicht auf die Teilnahme an einem Bündnis gegen eine der Vertragsparteien entsprechend auch hier bekundigt wurde und damit ja auch nochmal dieser Hinweis, dass man eben die Bestrebungen, die Sowjetunion in die große Allianz einzubinden, letztendlich hier fehlschlingen ließ. Das heißt, dieser Vertrag unterband eben auch, dass die britisch-französischen Bestrebungen hier erfolgreich waren. Außerdem gab es eine Neutralitätserklärung im Falle eines Krieges, sowie aber entsprechend auch den Verzicht auf gegenseitige Gewaltanwendung der Vertragsparteien. Und damit wurde unter anderem eben auch ein maßgebliches Ziel von Hitler entsprechend erfolgreich erreicht und damit konnte er letztendlich weiterhin seinen Plan auf den Überfall auf Polen entsprechend vorbereiten. Fassen wir euch das Wichtigste rund um den Inhalt des Pakts nochmal zusammen. Grundsätzlich ist wichtig, in welchem Zusammenhang der Ganze entstanden ist. Im Verlauf des Jahres 1939 arbeitete Hitler dabei immer detaillierter an einem Überfall auf Polen und deswegen entstand eben auch das Interesse an einem Bündnis mit der Sowjetunion, um entsprechend keine Angst haben zu müssen vor einem gleichzeitigen Einmarsch Stalins in Polen. Am 23. August 1939 unterschrieben dann die beiden Außenminister entsprechend den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspass, der eben auch besser bekannt ist als der Hitler-Stalin-Pakt. Und der Vertrag war auf 10 Jahre geschlossen und war dabei nicht außer Kraft zu setzen, wenn beispielsweise ein Angriff auf den Drittstaat durchgeführt wurde. Die wichtigsten Inhalte waren dabei der Verzicht auf gegenseitige Gewaltanwendung der Vertragsparteien, die Neutralitätserklärung im Vertrag Fall eines Angriffs, den gegenseitigen Austausch bei Meinungsverschiedenheiten, der Verzicht auf die Teilnahme an einem Bündnis gegen eine der Vertragsparteien und die Konfliktbeilegung, die ebenfalls Bestandteil dieses Vertrages war. Und damit ist es nun jetzt auch schon wieder vorbei mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Unser Kurs ist jetzt außerdem für euch verfügbar. Dort findet ihr die wichtigsten Ereignisse rund um das 20. Jahrhundert einmal für euch kurz zusammengefasst. Ansonsten ganz viele Texte, Aufgaben, Zusammenfassungen zum Verstehen. Immer abrufbar auf unserer Website. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber da bekommt ihr eben auch 20% mit dem Code WELCOME. Und wir hoffen, wir sehen uns ganz bald wieder. Lasst ein Abo da und lasst auch gerne ein Like da. Und dann haut rein und ciao.